Hi Leute und willkommen beim Tutorial. Heute arbeiten wir mit GIMP und wir werden so einen Hintergrundbild, wenn ihr wollt natürlich auch diese Schrift erstellen. Schrift gefällt mir zwar nicht, aber habe trotzdem mal eingefügt. Ja, starten wir als erstes GIMP. So, wenn es mit dem Namen fertig ist, dann gehen wir auf Datei, neu. Jetzt könnt ihr natürlich wieder abgucken. Und dann auf OK. Und dann gehen wir oben auf Filter. Jetzt muss ich mal gut nachdenken. Ach ja, okay, also wir gehen auf Filter, dann auf Render, hier ist Render, Filter, Render und dann auf Wolken, dann auf Plasma. Jetzt könnt ihr einstellen, ich habe das auf die Standardeinstellung gelassen, könnt ihr auch natürlich machen. Ja, wir klicken dann auf OK. Jetzt ist es erstmal so bunt, aber es sollte mir nicht erreichen. Also klicken wir auch wieder auf Filter. Dann klicken wir auf dann klicken wir auf Weichzeichnen und auf Verpixeln. Also Filter, Weichzeichnen und auf Verpixeln. Ja, Vorschau sieht hier gerade, sieht nicht gerade so schick aus, aber ändert sich gleich. Und dann klicken wir auf OK. Falls ihr die Einstellung nicht habt, könnt ihr die abgucken. OK. Und dann klicken wir auf Abbilden und auf Bumpmap. Ich habe schon mal auf Pause gedrückt und die Werte geändert. Ihr müsst ihr auch abschreiben. Ja, könnt ihr auch Pause machen und dann wieder abschreiben. Und dann drücken wir auf OK. Und dann klicken wir mal ganz kurz auf Filter und Kanten finden. Und dann auf Kanten. Ja, und dies hier. Algorithmus und verwischen ist falsch und also verwischen muss hier umfalten hin und bei Algorithmus muss nicht selber hin, sondern Robert, das will ich auch machen jetzt. Ja, also wie gesagt, umfalten und Robert. Ja, Wert ist 2,0, hat ich im jeder. Machen wir auf OK. Sieht ähnlich wie uns, sieht jetzt nicht so gut wie unser versprochenes Bild aus. Also falls ihr es haben wollt, könnt ihr es speichern, aber wenn ihr die Farben ändern wollt, dann macht ihr auf Farben einfärben. Ja, und hier sieht es schon blau geworden. Wählt ihr die Farben, macht ihr halt diese weiter bei Farbton, sucht ihr halt eure gewünschte Farbe und ja, ich mache halt immer Sättigung auf voll, müsst ihr nicht, müsst ihr halt einstellen und eure eigene Einstellung, also euer eigenes Geschmack mal machen, so wäre auch gut. Das ist ein bisschen zu viel für mich. So. Ja, jetzt kommen wir mal zur Schrift. Also, wir machen auf A, Textobjekt auswählen. Und Farbe ist, soll weiß sein, muss weiß sein. Gehen wir auf OK. Und
schreibe mir ganz schnell was hin. Und ich schreibe mir jetzt mal Fork hin, wie beim anderen. Schriftart mache ich Price Down. Was zum Teufel geht hier ab? Kapier ist gar nicht so. Price Down, vergrößern. Wie gesagt, Schriftfarbe muss weiß sein. Das kommt der Effekt nicht. Ja. Falls ihr das nicht habt mit den ebenen Kanälen, dann zeige ich euch das mal schnell. Ihr macht auf Fenster, kürzliche Docks, kürzliche geschlossene Docks, ebene Kanäle, Pfade rückgängig, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dann klickt ihr auf euer Text, auf eure Textebene. Wählt beim Modus nicht normal aus, sondern probiert wieder mal rum. Auf den Pfeil klicken hier. Dann habt ihr so eine Liste. Und dann, ja, probiert halt rum. Überlagern. Nee, dann sieht man ja nicht die Schrift. Wert. Da kommt so ein kariertes raus. Also ihr müsst jetzt probieren. Wie gesagt. Sättigung. Nee, auch nicht. Nicht mein Ding. Addition abziehen. Nee, ist zu dunkel. Ja, Unterschied ist halt so, wie beim anderen. Aber Unterschied könnt ihr die Farbe ändern. Von der Text. Von dem Text. Aber wie gesagt, könnt ihr das rumprobieren, Farbe ändern. Ja. Sorry, ich habe gerade richtig ins Mikrofon reingehustet. Ich dachte, ich muss niesen. Aber jetzt ist er uninteressant. Also falls euch das jetzt gefällt, macht ihr Datei, speichern unter. Ja, wie gesagt, .png immer hinter. Auch wenn es nicht transparent ist, das hat die besten Qualitäten. Ja, und drücken wir auf Speicher. Dann auf Exportieren. Standardwerte laden, Standardwerte speichern. Speichern. Ja. Halt so eins oder so eins. Das war's auch. Zum Teil Text, Effekte und Hintergrund erstellen. Ja. Wenn das Video euch gefallen hat, dann bitte abonnieren, kommentieren, Daumen hoch, favorisieren. Das war's auch zum Tutorial. Ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Tutorial.